Moin Leute und willkommen in diesem Video. Heute zeige ich euch, wie man ein AGR-System ordentlich und richtig reinigt, auf was ihr dabei achten müsst und welche Besonderheiten es gibt. Viel Spaß in dem Video! Ja, und bei diesem Fahrzeug haben wir das AGR-Ventil relativ gut sichtlich sitzen. Wir lösen hier einfach mal die Motorabdeckung. Ja, und diese ist einfach nur geklipst, einfach rechts und links greifen und mit einem Ruck habt ihr sie gelöst. An diesen Stellen ist sie einmal eingeklipst. Ja, hier vorne sehen wir jetzt gleich das ganze AGR-System. Hier einmal der AGR-Kühler, hier das Umschaltventil. Das Ganze ist unterdruckgesteuert durch diese Unterdruckdose und das regelt ganz einfach, ob die Abgase direkt wieder der Verbrennung zugefügt werden über dieses Rohr oder hier erst durch den AGR-Kühler gehen, etwas gekühlt werden, erst dann zugefügt werden. Das Ganze macht den Sinn, gerade wenn der Motor noch kalt ist, ist es einfach besser, die Abgase gleich wieder zuzuführen, um einfach den Motor schneller wieder auf Betriebstemperatur zu bekommen. Ja, das, was man jetzt noch nicht sieht, ich blende euch aber gleich ein Bild dazu ein, ist, dass die Abgase von hier hinten vom Turbolader her kommen, am Motor vorbeigeführt werden, gehen unten in das AGR, das sitzt genau hier drunter, von dem AGR dann hier durch das Umschaltventil, dann eventuell durch den AGR-Kühler oder gleich halt hier wieder in die Ansaugbrücke. Funktionen. AGR-Systeme werden eingesetzt, um Schadstoffe zu verringern. Wenn Abgase dem Verbrennungsprozess wieder zugegeben werden, verringert sich die Verbrennungstemperatur und somit werden Schadstoffe wie Stickoxide um bis zu 50% verringert. Ja, und um dieses hier zu demontieren, müssen wir das Fahrzeug als erstes aufbocken und etwas Kühlwasser ablassen. Ja, Mercedes hat zwar zwei Ablassschrauben, einmal hinter der rechten Antriebswelle und einmal vorne rechts am Kühler, aber überall kommt man schlecht ran. Darum entschließe ich mich dazu, hier diese Schelle zu lösen und den Kühlwasserschlauch abzuziehen und so läuft auch das Kühlwasser dann raus. Ja, wenn ihr das Kühlwasser abgelassen habt, könnt ihr untenrum alles wieder zusammenbauen, Schlauch drauf, Unterbodenschutz drauf und das Auto wieder runter. Jetzt geht's von oben weiter. Und zwar demontieren wir als allererstes hier diesen AGR-Kühler, um später dann besser an das eigentliche AGR-Ventil zu kommen. Hier diese beiden Schläuche könnt ihr schon mal lösen. Dann hier diese drei Schrauben. Dieselben drei Schrauben sind unten auch nochmal. Da kommt man etwas schwieriger ran, aber es geht. Dann hier oben diese Schraube. Und hier unten ist auch noch eine Schraube. Die kann ich mit der Kamera ganz schlecht einfangen, aber die auch lösen. So, es sind jetzt alle Schrauben soweit gelöst, bis auf eine, und zwar die unteren in der Mitte. Die habe ich zwar schon angelöst, aber um es einfacher zu haben, baue ich als erstes hier dieses Rohr aus. Und zwar dafür diese zwei Schrauben und diese zwei Schrauben öffnen. So, wenn ich das Rohr jetzt demontiere, werden wir wahrscheinlich das erste Mal schon die Ölkohle sehen. Einfach hier hebeln, dann geht das schon ganz gut ab. Hammer klopfen und dann löst sich das Ganze schon. Ja, und hier sieht man schon, wie die Kohle hier dran hängt. Da kann man sich vorstellen, wie gleich das Ventil aussehen wird. Ja, hier auch der Ansaugtrakt, da sieht man schön, wie sich die Ölkohle abgesetzt hat. Und das werden wir nachher alles gut reinigen und aussaugen. So, wenn die letzte Schraube dann auch draußen ist, einfach den AGR-Kühler hier abziehen. Nicht kippen, der ist immer noch voll mit Kühlflüssigkeit. Ja, im nächsten Schritt müssen wir jetzt hier den ganzen Luftfilterkasten ausbauen, dass wir etwas Platz hier von der Seite haben. Dafür einfach hier diese T25 Torx-Schrauben herausschrauben. Dann hier die Kabel hier einfach rausklipsen, hier den Stecker lösen. Abziehen. Dann den hinteren Stecker hier auch noch einmal lösen. Hier diese Schelle aufschrauben, dann kann man einfach den oberen Kasten abziehen. So, dann den Luftfiltereinsatz herausnehmen. In dem Atemzug kann man diesen gerade reinigen oder gleich erneuern. Dann entfernen wir das Steuergerät. Hier ist rechts und links eine Klammer. Einfach weghebeln und dann kann man das entnehmen. Abstecken braucht ihr es nicht. Einfach zur Seite legen hier. Das reicht. Ja, der Rest vom Luftfilterkasten ist nur reingesteckt. Den können wir gleich einfach runterziehen. Doch wir werden hier die ganze Luftverrohrung mit herausnehmen. Darum trennen wir sie hier an der Stelle. Dafür hebeln wir einfach leicht hier mit dem Flachschraubendreher das Gehäuse runter und ziehen es dann nach hinten ab. So, dann greifen wir uns den Luftfilterkasten.
mit etwas hin und her hebeln und ziehen bekommen wir ihn so raus, können dann das Steuergerät zur Seite legen und dann die ganze Luftfiltereinheit herausnehmen. Ja, und so ist der Blick dann schon mal von der Seite schön frei. Wir kommen dann alles ran. Diese Luftverrohrung, dieses Ladeluftrohr bauen wir auch noch aus. Dazu einfach hier unten die zwei Schrauben lösen und hier diese Klammer nach hinten wegziehen. Dann können wir hier unten das Ladeluftrohr abziehen und diese Seite des Ladeluftrohres ist schon mal frei. Ja, hier hinten sehen wir dann hier die eine Schraube. Eine zweite ist noch dahinter, doch die erste, die reicht, wenn ihr die löst. Denn wir wollen die Verbindung hier trennen. So, und die letzte ist genau hier in der Mitte und zwar, die versteckt sich genau hier hinter. Und zwar genau hier hinter diesem Schlauch. Diese auch noch lösen und dann ist das komplette Ansaugrohr gelockert und dann könnt ihr es entnehmen. Beim Entnehmen einfach ein paar Mal hin und her drehen und gleichzeitig ziehen. Und dann rutscht es da hinten schon raus. So, jetzt haben wir hier von der Seite schon mal gut Platz. Der Blick ist schon mal frei auf das eigentliche AGR-Ventil hier unten. Und jetzt brauchen wir nur noch Platz hier vorne. Dafür lösen wir hier diesen oberen Anschluss. Einfach den Clips lösen und runterziehen. Und somit haben wir jetzt Platz für hier hinten diese Schraube zu lösen, genauso wie diese. Hier oben noch das Massekabel und dann können wir hier die ganze Elektrik abnehmen. So, wenn diese gelöst sind, die ganze Box einfach nehmen und zur Seite klappen. Und dann sehen wir hier die nächste Schraube, die wir lösen müssen. Genau wie die hier unten drunter, die ist etwas versteckter. Diese am Ölmessstab und die obere. Diese vier Schrauben noch herausdrehen und dann können wir das Blech hier hinten entnehmen. So, so sieht das Ganze aus, wenn das dann gelöst ist. Hier ist hier und hier unten noch jeweils ein elektrischer Anschluss eingeklipst. Das könnt ihr ruhig einfach so hängen lassen, einfach runterklappen, das reicht. Dann sehen wir hier ganz unten noch eine Schraube. Hier sieht man sie ganz gut. Diese lösen, dann hier oben noch die zwei, hier rechts und links im Bild. Dann könnt ihr hier diesen Halter noch demontieren und dann liegt das AGR schon mal komplett frei. So, und jetzt, wo die vordere Platte auch komplett demontiert ist, können wir hier den elektrischen Anschluss vom AGR-Ventil schon mal lösen. So, der ist schon mal ab. Und dann geht es weiter auf der anderen Seite. Und zwar hier können wir schon mal dieses Verbindungsrohr. Von hier aus kommen die Abgase hinten vom Turbolader. Hier oben und hier unten die Schraube jeweils lösen. Hier oben den elektrischen Anschluss können wir schon abstecken. Und dann haben wir hier noch die eine Schraube hinter dem Sensor. Diese auch lösen. Das ist auch eine Brücke, die zum Motor geht als Befestigung. Okay, somit ist das ganze Teil schon mal gelockert. Jetzt gehen wir hier an die Unterdruckdose. Da bitte vorsichtig vorgehen, den Unterdruckschlauch herausziehen. Alle anderen Schläuche, die hier noch vorbeigehen und hier eingeklipst sind, auch einfach abklipsen. Und dann könnt ihr das Teil ganz einfach entnehmen. Etwas aufpassen, hier ist auch noch ein Kühlwasserdurchschluss. So, und somit haben wir dann das ganze AGR inklusive dem AGR-Kühler ausgebaut und können alles gut reinigen. Fürs Verständnis, wie das Teil eingebaut war, so hat man es von oben gesehen. Hier war so rum der AGR-Kühler mit dran. Diesen haben wir ja zu Anfang gelöst, damit man einfach besser hier an dem Teil arbeiten kann. Und jetzt müssen wir hier das AGR-Ventil, das genau hier drin sitzt, hier ist der elektrische Anschluss, noch zerlegen. Dafür schrauben wir als erstes hier diese vier Schrauben auf. So, das war die vierte. Jetzt, so, Nummer 1 haben wir schon ab. Das ist alles mit einem verbunden. Jetzt müssen wir hier diese Verbindung noch trennen. Einfach mit einem Gummihammer zwei, drei ganz leichte Schläge und dann geht auch dieses komplett auseinander. Ja, hier sieht man jetzt auch ganz deutlich die Ablagerungen, die sich hier am Ventil gebildet haben, die ganze Ölkohle. Das müssen wir alles rausbekommen und so gut es geht säubern. Hier auf der anderen Seite auch. Die ist nicht ganz so schlimm, das ist die Auslassseite. Ja, aber bevor ich jetzt mit der eigentlichen Reinigung beginne, zerlege ich jetzt hier noch schnell das Mittelteil. Das sollte man auch immer mitreinigen. Das ist hier der Anschluss zum AGR-Kühler. Ja, hier habe ich schon mal die vier Schrauben hier rundherum gelöst. Um hier jetzt die letzte Schraube lösen zu können, müssen wir hier die Trägerplatte der Unterdruckdose lösen. Das mache ich jetzt auch noch schnell.
So, wenn ihr dann alle Schrauben draußen habt, würde ich euch empfehlen, das ganze Teil hier nochmal mit einer Schraube zu fixieren, dass einfach kein Druck hier auf den Bügel kommen kann und der euch vielleicht sogar noch abbricht, denn das wäre dann der Super-GAU. Also einfach wieder eine Schraube rein, dann ist das Teil fixiert und es kann nichts passieren. Ja, um das Teil dann zu demontieren, würde ich es so drehen, dass hier der Kühlwasseranschluss nach oben guckt und dann einfach mit einem Gummihammer mit leichten Schlägen versuchen, das Teil zu lösen. Hier kommt es schon langsam. So. Und dann einfach langsam auseinanderziehen. Und schon haben wir das Teil gelöst. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit der Reinigung an und beginnen hier mit dem Herzstück, mit dem AGR-Ventil. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Einmal gibt es eine flüssige Lösung, typischer Drosselklappenreiniger oder Injektorenlöser kann man auch verwenden oder Motorkaltreiniger. Meine Empfehlung ist aber richtiger AGR-Reiniger, am besten in Schaumlösung. Denn das geht hier definitiv am besten. Ich würde sagen, wir putzen hier den groben Schmutz erst einmal raus. So denke ich, sollte man das ganz gut sehen. Ist schwierig zu filmen hier mit der Spiegelung vom Metall. Aber also wie gesagt, erst einmal hier den groben Schmutz runterholen. Es geht eigentlich noch recht gut. So festgebacken ist das hier gar nicht. Und wenn wir dann den groben Schmutz unten haben, nehmen wir uns den Schaum, schütteln ihn gut und sprühen das Ganze hier schön ein. Ja, das Ganze lassen wir jetzt einfach mal gute 15 Minuten einwirken. Ich sprühe die andere Seite auch noch ein und dann holen wir den Schaum mal raus und schauen, wie sauber das Ganze schon ist. Ja, und dann den Reiniger einfach gute 15 Minuten einwirken lassen. Gerade hier am AGR sieht man, denke ich, ganz gut in der Zeitrafferaufnahme, wie sich der Schaum von außen nach innen schwarz verfärbt. Da sieht man dann schön die Reaktion zwischen Schaum und den Ablagerungen, wie diese dann gelöst werden. So, ich versuche dem Ganzen noch mit einer Bürste etwas nachzuhelfen, aber der Dreck löst sich auf jeden Fall ganz gut soweit. Ich bürste jetzt einfach noch etwas durch und dann spüle ich das Ganze mit Wasser gut ab. So, ich habe das Ganze jetzt noch einmal gut trocken geblasen und habe die Tischflächen auch noch einmal gereinigt. Und ich würde sagen, sieht wieder aus wie neu. Hier sieht man schön die Fläche innen drin. Die Tischfläche habe ich auch wieder gut sauber bekommen. Hier dasselbe. Und ich würde sagen, so ist das Teil auf jeden Fall wieder bereit für den Einbau. So, ich habe die anderen Teile jetzt auch gut gereinigt, alle trocken gelegt. Den AGR-Kühler ist natürlich schwierig, wieder richtig trocken zu bekommen nach dem Ausspülen. Den lege ich jetzt noch eine Zeit lang vor das Heizgebläse. In der Zeit baue ich das hier alles zusammen, baue ich dann ein. Der kommt eh am Schluss. Ja, als nächstes kommen die drei Teile dann wieder zusammen. Ich würde so vorgehen, dass ich das hier aufs AGR-Ventil so aufstecke. Schon mal ein oder zwei Schrauben durchmache als Führung. Dann das Ganze einmal drehe und dieses Teil dann hier wieder anschließe. Ja, somit ist das AGR-Teil schon wieder komplett fertig zusammengebaut und bereit für den Wiedereinbau. So, dann zirkel ich das Teil hier mal wieder rein. So, das sieht gut aus. Okay, und jetzt können wir hier in umgekehrter Reihenfolge die Schrauben wieder reindrehen. Also erst hier oben, dass das Teil schon mal fixiert ist. Und dann die hinteren zwei hier am Anschluss. So, dann können wir die elektrischen Anschlüsse schon mal anschließen, dass wir das nachher nicht vergessen. Einmal dieser hier oben, dann der unten vom AGR-Ventil.
So, dann schließen wir hier die Unterdruckdose wieder an. Vorsichtig sein, dass ihr da nichts abbricht. Wir können hier den Schlauch wieder einklipsen und dann geht es an die vorderen Platten. Platte nach unten durch und dann hier wieder die ganzen Schrauben rein und festdrehen. Achtet darauf, dass die Schrauben, die diese Platte halten, die langen Schrauben sind und die Schrauben, die die zweite Platte auf die andere Platte schrauben, etwas kürzer sind. Es sind 4 Stück an der Zahl. Bitte darauf achten. So, dann können wir das Ladeluftrohr wieder einbauen. Etwas Druck nach hinten drücken. So, und dann wieder hier, hier und hier unten zweimal festschrauben. Dann den Luftfilter wieder rein. So, dann hier die Stecker wieder drauf. Stecker Nummer 1 sichern. Stecker Nummer 2 sichern. Dann hier Kabelkanal wieder festklipsen. Hier genauso. Und schon sind wir hier fertig. Ja, jetzt haben wir soweit alles zusammen. Einzige, was noch fehlt, ist der AGR-Kühler. Den bauen wir jetzt ein. Dieser ist in der Zwischenzeit auch gut durchgetrocknet. Neue Dichtung natürlich nicht vergessen. Und dann setzen wir das Teil mal ein. So, wenn dann alle Schrauben rundherum wieder drin sind, vergesst die und die untere nicht. Dann könnt ihr die Schläuche weiter aufstecken und die Schellen wieder drauf machen. So, und somit brauchen wir eigentlich nur noch hier dieses Rohr, dieses Verbindungsrohr einzubauen. Ich würde euch empfehlen, dass ihr hier erst einmal gut mit dem Sauger aussaugt und dann könnt ihr das Rohr wieder einbauen. Ja, zu guter Letzt noch schnell die Motorabdeckung drauf, Kühlwasser noch einmal nachfüllen. Und dann den ganzen Kühlkreislauf einmal entlüften lassen. Mercedes hat ein selbst entlüftetes Kühlsystem. Kühlflüssigkeit rein, Motor an, Heizung auf warm und volle Stufe, warten bis das Thermostat schaltet, zum Schluss den Kühlwasserstand noch einmal kontrollieren. Ja, und für mehr solcher Videos und Tutorials abonniert gerne den Kanal von ATP Autoteile. Wir sehen uns die Tage. Ich sag ciao, euer Dennis von Schrauber TV.